Moin und herzlich willkommen zu Jan Schars Palm Podcast, Episode 6934. Ich bin Jan Schar und ihr seid es nicht. Ja, wie immer war nicht so viel los in meinem Leben, aber ich erzähl's euch jetzt trotzdem. Ich war mal wieder Golf spielen und da war viel los. Ich war am Samstag, es war Freitag. Nach der Arbeit war ich dann noch auf dem Golfplatz, um so ein bisschen zu trainieren. Und ich hatte ja letztens schon erzählt, dass ich da wahnsinnig schlecht bin inzwischen. Und das hat sich auch nicht verbessert. Also ich habe wirklich dann nochmal 20 Löcher gespielt und das wurde auch einfach nicht mehr gut. Aber am Samstag hatte ich dann in Kiel ein Turnier. Das war das Flaschenhalsturnier, so heißt das. Und da kostet der Eintritt 14 Euro. Ja, kostet der Eintritt 14 Euro und da war ich dann wieder ganz gut. Jetzt noch kurz zum Corona-Update. Da war ich auch wieder erschüttert, dass viele Leute dumm sind, aber das ist ja nichts Neues. Genau, dann ja, ist mir noch was passiert. Ich finde, in Nordfriesland sind die gar nicht so dumm. Kannst ja. Du sagen, dass die hier dumm sind, die Menschen? Ja, ich nehme gerade hier auf, Gesche. Jetzt ist Gesche da wieder. Hallo. Ja, hallo. Ihr freut euch ja immer sehr, wenn Gesche da ist. Gesche, und du weißt ja auch, ich war Döner essen. Du bist immer Döner essen. Ja. Der Björn gibt jeden Tag die Chance, der Dönerstag zu werden. Aber ich war ja in Kiel Döner essen und da ist mir was Lustiges passiert. Habe ich dir ja erzählt schon? Ja, super. Wie immer. Sie hört mir nicht zu. nämlich war ich in Kiel Döner essen und da ist mir was Schlimmes passiert, denn da haben die in meinem Döner das Fleisch vergessen. Aber ich dachte mir, ich bin einfach... Döner! Ja, ich bin einfach nett und bin ja nicht gemein zu den Leuten und wollte da jetzt auch nicht so Ärger machen. Und dann habe ich den einfach so gegessen. Das war nicht so toll. Ja, dann noch Hinweise auf andere Podcasts. Es gibt eine neue Folge vom Camping Caravan Podcast jetzt bald. Da reden wir darüber, was passiert, wenn man einen Campingwagen auf nur einem Rad fährt. Sehr lustiges Thema, kann ich nur empfehlen, habe ich auch in den Shownotes wie immer verlinkt. Und bald eine neue Folge von Natürlich SH. Auch von Heilig Hoge. Genau, die Folge von Heilig Hoge, die haben wir ja schon produziert und die ist jetzt ja in der Nachvertonung. Wenn du jetzt da bist, Gesche, und meinen Podcast sprengst. Wir sind mit dem Schiff gefahren. Ja. Das Heilig Hoge ist ja einfach mega schön. Ja. Ich liebe die Hallig total. Es gibt die ganzen Waffen und die Kirchwacht. Und wir haben ja auch gesagt, irgendwann ziehen wir doch mal auf die Hallig. Und was war das Thema? Aber da hatten wir ja ein Thema und wir hatten ja unser Thema dieses Mal bei Natürlich SH Vögel zählen auf Heilig Hoge anhand von Möwenkot. Das war ganz spannend, denn ich hatte ja wieder meine... Oh, weißt du, wie wir mit der Kutsche hingefahren sind? Genau, da hatte ich ja meine beiden Funkstrecken auch dabei und habe dann an den Haflinger auch ein Ansteckmikrofon dran gemacht, sodass man dann gut hört, wie der hin und her läuft. Und das ist auch sehr gut gewesen. Einmal hat er sich so geschubbert. Weißt du das noch? Der war voll verschmust und so. Genau, das habe ich dann ja auch aufgenommen mit meiner Tonangel. Da war ich auch sehr stolz, dass man das hört. Und ich glaube, das wird jetzt alles, ist sehr viel Material geworden. Das wird jetzt nochmal kompliziert, das zu schneiden. Aber wenn wir das dann gemacht haben, wird das auch, glaube ich, ganz gut werden. Gesche, hast du nicht noch was zu tun? Nö. Gut. Ich muss eigentlich Predigt schreiben, aber ist egal. Ja, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Jörn Schaar seinen Podcast wieder selber machen sollte. Bis das so ist oder bis ihr eine neue Folge von Jan Schaars beim Podcast hört, wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss. Ja, tschüss.